Jo, dann wollen wir doch mal weitermachen mit dem Optimieren. Also das gute, vollbeladene Band müsste jetzt ja inzwischen da sein, ne? Ja, schaut gut aus. Alle drei bekommen jetzt was ab. Die hier haben ein Problem. Ist das ein Problem, mit dem ich nicht schnell genug reinbekomme? Ja, okay. Ich dachte, wegen dem Knick könnte das hier irgendwie gerade problematisch sein, aber nee, sieht okay aus. So, bei dir mangelt es an Speed-Modulen. Das ist das Einzige, was Probleme macht. Ne? Sludge geht schnell genug weg. Wasser ist durchgehend da. Erz kommt schnell genug nach. Wie war das eigentlich mit den ganz schnellen Ärmchen? Also nicht, dass wir sie jetzt gerade brauchen würden, aber da brauchten wir blaue Chips. Und blaue Chips stellen wir doch hier unten schon her, oder? Nee, nur rote. Blaue wollte ich mal hier. Oh, nicht mal rote. Das wollte ich auch alles mal machen, ne? Dann kam der Patch. Kann ich die jetzt von Hand herstellen? Die brauchen bestimmt wieder Schwefelsäure oder so, ne? Ja, Schwefelsäure. Komisch, dass ich es nicht gemacht habe. Wo kommt denn das eine schnelle Ärmchen hin, das ich da habe? Das muss ich ja irgendwie irgendwann mal hergestellt haben. Da sind rote Chips. Das ist sehr verwirrend. Ja, aber es ist ja auch schon einen Monat her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Also jetzt seit kurzem erst wieder. Trotzdem verstehe ich nicht ganz, wie ich an das reingekommen bin. Aber vielleicht war es ja vor dem Patch oder so. Das kann gut sein. Also das volle Erz ist jetzt da. Die Dinger sind ausgelastet. Die müssen also schneller werden. Das machen wir gleich, sobald die Module durch sind. Sludge. Hält sich bei 3,4. Ich starre da jetzt mal ein paar Sekunden drauf. Gucke, ob sich radikal was verändert. 3,3. Das ist gut. Das ist sehr gut. Fehlt hier unten noch was? Nö, Pumpen sind überall da. Wenn es bei euch gerade so gut läuft, nehme ich euch mal kurz raus. Weil ich brauche euch hier oben gerade dringender. So. Die drei sind jetzt voll mit MK2-Speed-Modulen. Das wird langfristig nicht reichen, aber ist jetzt schon mal ein Anfang. Warum arbeitet ihr nicht? Kein Wasser. Nicht ernsthaft. Wie jetzt kein Wasser? Wo kommt das Wasser her? Es kommt von unten. Okay, das muss ich jetzt mal nachgucken. Ja, der Wassertank ist leer. Wie jetzt? Hier ist die Module. Ja, das klappt. Das wird aber nicht ewig klappen. Das wird. Nee, ganz und gar nicht. Okay. Das heißt, wir brauchen noch einen Liquid Handler, noch ein Ärmchen. Und noch einen Abtransport für Sand. Wobei, brauchen wir so viel Sand? Ich glaube, ich mache einfach jetzt noch einen Liquid Handler, der einfach nur Wasser zu Wasser macht, ohne irgendwelche Nebenprodukte. Das heißt. Er hat das jetzt ein wenig ungünstig gelöst, aber das. So, du machst bitte aus Wasser. Wasser. Ja, das sieht doch schon mal sehr viel besser aus. Das heißt, du kriegst die wieder weggenommen. Du füllst dich sehr schnell mit Wasser. Gut. Okay. Oh, sieht das toll aus hier unten. Stau, 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 Stau. Sehr gut. 3,6. Das ist jetzt wiederum nicht so schön. Kriegst die Speed-Module wieder ab. Die sind jetzt sehr ausgereizt. Okay, du bist wieder am Arbeiten. Du hast durchgehend Wasser. Das da sieht nicht gut aus. Also das Abpumpen von dem Sludge. Du hast nämlich gar keine Pumpe. Und du auch nicht. Bau mal bitte noch zwei von den kleinen Pumpen. Oh, wir haben... Was fehlt da? Elektrischer Motor haben wir nur noch einen. Den habe ich hier unten aber gerade gesehen. Das können wir abholen. Also hier irgendwo. Genau da. Die brauchen wir für die Pumpen. Zack, 50 Stück. Den einen ganz behalten. So. Dann machst du daraus die besseren.
Und wir können jetzt rosa Modul Nummer 2 bauen. Okay, ich hätte aber ehrlich gesagt eigentlich ganz gerne die da. Dafür bräuchten wir aber lila Science Packs und lila Science Packs bekommen wir nur, wenn wir töten. Töten, töten, töten. Deswegen mache ich jetzt mal Shotgun Shell Damage. Und ich würde eigentlich echt gerne zwischendurch mal testen. Los, komm mit Shotgun. Stopp, raus, raus. Wie? Das ist eine stinknormale Shotgun. Wo ist unsere Combat Shotgun? Wir hatten noch mal eine gebaut, oder? Wir hatten irgendwo eine Rumpelkiste. Die suche ich jetzt erstmal. Also ich würde wirklich gerne testen, wie stark die Gegner jetzt inzwischen sind. Also wir haben zwar zwischendurch immer Angriffe. Und du bist fast leer. Wir haben zwischendurch zwar fast immer Angriffe. Also regelmäßig Angriffe. Aber die sind recht mau. Und die Leichen, die da rumliegen, haben teilweise nicht mal Körper. Also werden es nur diese Hunde sein oder kleinere, vielleicht auch mittlere. Aber sowas wirklich Garstiges habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Also seit halt dem letzten Level. Auf der letzten Welt, da hatten wir ja schon die Großen. Was wollte ich jetzt? Achso, genau, die Rumpelkiste. Und das Gummizeug kann ich hier mal reinschmeißen. So. Wie schaut Strom eigentlich aus? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Rumpelkiste, Rumpelkiste. Wo haben wir dich versteckt? Ja, da ist wieder Angriff. Eine Mauer wird leicht angenagt. Alles wird weggedackert. Ein Roboter kommt, repariert die Mauer. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob da unten schon. Was? Moment mal. Was machst du da? Lass mich. Hier komme ich nicht durch, ja? Doch darum. Nein, nicht darum. Wenn immer nur angegriffen. Ja, es ist ein Hund oder so, der eine Mauer annagt, weil die stehen auf Mauern. Nee, es ist ein Small Biter. So, von hier aus kann ich nicht, ja? Lästig. Gut, aber der kam jetzt von Südwesten irgendwo. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Splosh. So, wie viele Leichen haben wir? 29. Oh, Medium Biter. Wir haben eine Medium Biter Leiche. Also es kommen doch schon die Medium Viecher auch mal zwischendurch an. Okay. Bauen wir ein paar Repair Packs. Wo kommt ihr an? Da. Dok, 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 dok. So, also im Südwesten. Stimmt. Da war mal was geplant. Hier irgendwo. Das war mir aber zu dschungelig und dann hatte ich da keinen Nerv drauf und dann habe ich es so gelassen, wie es war. Auf dass ein zukünftiger Gerogon das irgendwann machen muss. Das wäre dann jetzt ich. Zumindest ansatzweise. Und hier brauchen wir die ganzen Lasertürme dann. Und dafür haben wir keinen Stahl und kein Eisen. Aber wenigstens die Mauern können wir hier ein bisschen hochsetzen. So. Oh, raus da. Ja, das ist wichtig, weil irgendwo hier müsste der durchgewuselt sein. Ich weiß nicht wie. Weil eigentlich müssten überall entweder Bäume im Weg sein oder Mauern. Und wenn Bäume im Weg sind, dann können die da auch nicht einfach durchlaufen. Dann nagen sie die Bäume kaputt. Sehr komisch. Vielleicht da oben am Wasser lang. Da war ja so eine kleine Lücke. Aber hier sind überall Lücken, stimmt. So. Bringt aber jetzt nicht so sonderlich viel, weil halt keine Lasertürme da sind. Aber es fängt sie wenigstens ab. Ist okay. Also Lasertürme bauen ist jetzt relativ wichtig. Das heißt, ich werde gleich nach oben huschen und mir Stahl klauen. Was mich daran erinnert, dass wir auch die Stahlgussproduktion demnächst mal anfangen sollten. Also das auch mit Flüssigstahl zu machen. Dafür bräuchten wir allerdings Carbon, also Kohlenstoff. Den konnte man nicht so einfach aus Kohle, glaube ich, herstellen. Ich gucke mal, ob der hier irgendwo auftaucht. Rubber, Glas. Oh, hat inzwischen auch ein Bild, sehr gut. Ach so, müssen wir auch erst erforschen, ha? Sehe ich hier nämlich nirgendwo. Ah, doch da. Produkte. Ah, eine Kohle und sauberes Wasser. Wird das doch recht einfach.
Aber es ist nochmal ein Ding, was Kohle verbraucht, ne? Nicht so schön. Weg. So. Gut, das sollte erst nochmal gereicht haben. Wir brauchen ganz viele Posts, um das hier alles zu machen. Wir könnten eventuell hier einen Robopod hinbappen, um die restlichen Bäume wegzumachen. Und dann die Lasertürme. Also, Stahlklauen. Ihr könnt weg, ha? Flup, flup. Eine Kiste voll mit Stein. Noch eine Kiste voll mit Stein. Und noch eine Kiste voll mit Stein. Und oben haben wir jetzt die Endlosproduktion für Stein angeschmissen, ne? Mit dem Sludge-Geräten. Das ist der Hammer. So, hier staut sich Metall. Das ist gut. Lava-Tanks. Ja, 1600er voll, 1200er voll. Sehr gut. Das ist auch immer wichtig zu überprüfen, um zu gucken, ob wir da irgendwann Engpässe bekommen oder nicht. Achso, und du hast durchgehend Brennstoffprobleme. Ja. Kann ich mit leben. So. Stahl hätten wir. Lasertürme. 20 reichen jetzt. Oh, wir brauchen dafür Steinzahnräder. Warte mal. Hier kommt viel zu wenig Kupfer an, sehe ich gerade. Das müssen wir uns auch gleich angucken. Erstmal aber Steinzahnräder. Wo seid ihr? Da seid ihr. Haben wir keine Kiste für? Oh. Oh, komm schon. Steinzahnräder. Sicher? Nirgendwo eine Kiste? Nö, okay. Dann erstmal Kiste für Steinzahnräder. Und dann hätte ich gerne geguckt, warum so wenig Kupfer da ankommt. Also du klau bitte von da drüben. Das da. Und du legst es dann mit halbem Ärmchen wieder da drauf. Und so rum macht auch Sinn, ja. Das heißt, sobald es sich staut, wird es sich dazwischen lagern und dann ist gut. Du bist jetzt durchgehend am Arbeiten. Hoffe ich doch mal. Hier. Das heißt, die können wir abbrechen. Können wir neu... Oh. Nicht genug. Komm schon. Gib. Ja, okay, also die sind am Arbeiten, die können wir zwischendurch da unten setzen. Jetzt das Kupfer. Hier kommen viel zu wenig Kupfer an. Das zieht sich bis nach hier oben. Macht Sinn. Ja, also werden wir zu wenig flüssiges Kupfer haben. Okay. Was? Sludge wird nicht ordentlich abgepumpt. Ist der jetzt voll? Nee. Hä? Das verstehe ich nicht. Der Sludge kommt ganz normal von oben, geht hier unten lang, geht da in den Tank. Aber der hängt hier in den Rohren. Anstatt zum Tank gebracht zu werden. Ah, die Rohre sind voll. Okay. Dann mach doch mal lieber so. Und so. Und dann müsste der jetzt eigentlich den Sludge da rausdrücken und hier Druck aufbauen. Hier sind ja überall schon Pumpen. Okay, dann... Ich würde das da echt gerne durchgängig lassen, sonst habe ich wieder überall Probleme. Du bist da eine MK4-Pumpe. Ich check das nicht. Bau mal ein paar von den besseren Rohren. MK3 sollte reichen. So. Dann ersetzt du bitte alle Rohre, die zwischen Pumpe und Tank sind. Mit den ganz guten. Also den MK3s. So, so. Die füllen sich jetzt recht schnell. Der Tank allerdings nicht. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Da oben ist doch ein Eingang. Ja, da oben ist ein Eingang. Ich
Achso, ist den falschen. Hauen wir die guten Rohre hier überall hin. Gucken, ob das irgendwas bringt. Nicht wirklich. Okay, okay. Alles ersetzen. Du bist nur eine MK2-Pumpe. Ja, aber daran wird es nicht liegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich jetzt die durch die da ersetze, ist das trotzdem noch bei 45, 50, ja, wird immer noch mehr. Wird das jetzt einmal... Irgendwo muss eine Pumpe falsch rumstehen, kann das sein? Ne, die pumpen nach oben weg. Die pumpen nach oben weg. Mensch, Mensch, Mensch. Dich weg. Hier noch eine Pumpe hin? Nö. Alles voll. Dreh dich mal um. Nö, so funktionieren Pumpen nicht. So funktionieren Pumpen. Sehr kurios. Voll, 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 voll. Ich guck mal, wo es anfängt leer zu werden. Voll. Voll, voll, voll. Fast voll. Und hier wird es immer leerer und da ist wieder voll. Oh, haben die Tanks vielleicht eine gewisse Rate, mit der sie maximal Zeug reinbekommen können? Also sagen wir mal, sie können nur 10 Liter pro Sekunde befüllt werden. Was auch immer.